Hi ihr Süßen und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Ja, im letzten Part haben wir ja diese Brutmonstrosität, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, kaputt gemacht. Und ich hatte euch ja gefragt, was das mit diesen blinkenden Ausrufezeichen auf sich hat. Und jemand von euch hat geschrieben, es wäre ein Bug. Ich hoffe, dem ist so. Nichtsdestotrotz stört es mich natürlich trotzdem übelst, wenn es da die ganze Zeit auf meiner Karte ist. Macht aber jetzt nichts. Wir düsen jetzt erstmal heim, gucken, was der Alchemist uns zu sagen hat. Und ja, dann schauen wir, was wir im heutigen Part so machen. Vergesst nicht, ein Abo dazu lassen und ein Like. Das würde mich sehr freuen und auch super unterstützen. Und join gern unserem Discord-Server und der coolsten Community ever. In dem Sinn, Leute, viel Spaß und let's go. So, wir sind ja wieder zurück und der Alchi hat uns natürlich gleich was zu sagen. Ein schwarzer Kessel für den Alchemietisch. Der schwarze Kessel ist perfekt, um damit allen den Alchemietisch herzustellen. Er ist unerlässlich für die Arbeit des eines Alchemisten. Überleg es dir, ja? Okay, hier, den Alchemietisch möchte er. Gebrannte Ziegel und Kupferbarren. Okay, gebrannte Ziegel und Kupferbarren. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, wartet mal. Gebrannte Ziegel konnte ich, glaube ich, hier machen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mich getäuscht. Konnte ich denn nochmal gebrannte Ziegel herstellen? Oder kann ich das noch gar nicht? Bin jetzt schon wieder deppert. Doch, na klar kann ich das. So, dafür fehlen uns nur Lehmklumpen. Die muss ich dann also noch holen. Ich räume jetzt kurz mal unser Inventar auf und dann stürzen wir uns auch schon wieder in die nächsten Abenteuer. So, Inventar ist leer, alles repariert und jetzt ruft der Schmied nach uns. Du hast es drauf, Flammenblut. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das beste Eisenerz verbirgt sich in der Kuppenmine tief unter dem Miasma. Aber keine Sorge, wenn deine Miasma-Passierstufe noch hoch genug ist, solltest du keine Probleme bekommen. Okay. Da müssen wir dann also auch hindüsen. Ach, das ist ja aber hier ganz am Ende der Karte. Das ist krass. So. Wir haben ja auf jeden Fall diese beiden Dinge und hier war ja auch die Warte. Das heißt, ich würde jetzt gucken, dass wir vielleicht uns heute mal die Warte anschauen. Und deswegen düsen wir jetzt in die Richtung. Und da sind wir bei der Nomaden-Anhöhenwarte. Ich habe mir natürlich wieder einen Flammenaltar gebaut und den anderen, den wir platziert hatten, abgerissen. Den setzen wir uns hier hin, nur für alle Fälle, falls uns irgendwas passiert in der Warte. Und dann gucken wir in dieses fette Ding hier rein. Ich bin gespannt. Ah ja, Essen, Trinken, wie immer. Und dann kann es losgehen. Gut, okay, hier ist auch das Speicherding, aber sicher ist sicher. Gut, also einmal nach oben. Oh, und hier britzelt es ja schon gewaltig. Ich brauche den Bogen und den ewigen Frostpfeil. So, dann haben wir jetzt hier schon mal eins gefunden. Ich muss mich mal kurz umschauen. Wo geht's denn hier hin? Wir gehen zuerst links rum. Können wir denn hier schon durch? Ja. Hier ist auch nichts mehr. Das wäre einfach nur der andere Weg gewesen. Gibt es hier vielleicht einen Geheimgang oder so? Nein, das heißt, wir gehen durch die Tür. Was haben wir denn hier? Alchemistischer Grundstoff, den kennen wir noch nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Aha, schaut mal her, was wir da oben haben. Haben wir da auch noch irgendwo was? Keine Pläne, wir düsen jetzt erstmal hier hin. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Und hier können wir die Aussicht genießen. Nein, Spaß, okay. Also, hier ist aber auch noch eine Tür. Die geht nicht auf. Was für eine Schande. Hier sind wir durchgekommen. Dann einmal hier hin. Aber da ist auch nichts. Geht denn die hier auf? Okay, die geht zumindest auf. Schauen wir mal hierher. Hier ist aber nichts. Laufen wir mal durch. Aua. Und haben da oben wieder etwas. Die geht auch nicht auf.
Aha, wir brauchen also noch einen Knopf, damit die Tür hier aufgeht. Okay. Das heißt, wir müssen ja theoretisch jetzt wieder... Ah, halt, da ist er. Da ist er, der Knopf. So, jetzt ist die Tür hier aufgegangen. Ist die andere jetzt auch offen? Ja. Was ist denn dann hier noch dahinter? Nix, das war einfach nur quasi auch, dass man hier lang gehen kann. Ach, komm. Okay. Dann haben wir die erste Hürde ja schon geschafft und gehen jetzt einfach ein zweiter hoch. Und hier ist es auch zum Glück nicht mehr ganz so laut. Sehr schön. Was können wir denn da plündern? Leuchtstaub. Gut, wir gucken uns um. Hier kann man rüber. Und was ist hier? Hier kann man runter. Und da müssen wir auch hin, denn dort ist ein Knöpfele. Aua. Den betätigen wir einmal. Und müssen dann ja vermutlich einfach wieder hoch. Okay. Können wir da nicht rüberdüsen? Doch, oder? Ja. Easy. Hier ist nix. Und hier können wir jetzt da lang. Jetzt weiß ich natürlich... Ah, halt! Ach Mist. Eigentlich wollte ich den gerade drücken. Ihr lacht euch kaputt, oder? So, dann haben wir halt jetzt den Knopf hier gedrückt. Und wir können da hinten auch hochlaufen. Das ist sehr schön. Dann machen wir das doch auch mal. Ach so. Da muss ich, glaube ich, dann hier unten lang jetzt, oder? Weil ich bin ja von oben gekommen. Ist das korrekt? Ich denke schon, weil hier ist eine Kiste, wo wir noch nicht waren. Und ein Säurebiss. Hier geht's weiter. Okay. Hier ist wieder ein Balkon. Diese Tür geht noch nicht auf. Dann einmal darauf. Oh. Aber Vorsicht walten lassen. Denn hier sind ganz viele von diesen bösen Dingern. Hier sind wir hochteleportiert worden. Okay, da ist der Knopf. Dann können wir, denke ich, auch schon wieder runter, oder? Wo waren jetzt die Tür dort hinten, gell? Ah ja, hier. Dann einmal durch die Tür. Geht sie auf? Nee. Aua, das war eine... Natürlich, klar, dass es mir wieder wehtut. Und die geht auch nicht auf. Ach, Junge. So. Hier ein Knopf gedrückt. Ha, es ist ausgegangen. Ja, das ist natürlich super. Dann können wir hier durch. Was haben wir denn da? Kupferbarren. Nehmen wir natürlich auch mit. Und wir haben wieder fossile Knochenpfeile gefunden. Und müssen jetzt darauf, wie es mir scheint. So. Was geht denn hier? Wir müssen also darüber. Und ich hasse dieses Gehangel. Sowas von. Ah, ich hab's euch doch gesagt. Ich hasse es. Mann. Blöde Schmettekake hier. Ah, aber das nehmen wir mit, weil das brauchen wir nämlich. Nein, wieso ist es so? Ich bin einfach zu blöd für diesen Scheiß. So, jetzt nochmal. Und jetzt schaffe ich es auch. Ja, sage ich doch.
Gut. Wo ist jetzt die Tür aufgegangen? Irgendwie ist das so verspult. Aber ich denke, irgendwo hier unten. Also wenn wir da schon waren, dann kann es ja nur hier gewesen sein. Hier sind wieder Ziegel. Ja. Und einmal rauf mit uns. Und schon sind wir oben. Das ging auch mal wieder schneller als erwartet. Die Nomadenanhöhen bergen die vergessenen Versprechen von Abenteuer und Reichtümern. Im unteren Teil befindet sich Weiten, welche ein Jagdgebiet für die Verurteilten sind. Dort starren sie auf die gleißende Morgendämmerung über ihnen und zeichnen mit ihren Fingerspitzen die fernen goldenen Streifen des Morgenlichts nach. Genug wird immer unerreichbar bleiben. Schön, jetzt haben wir die Nomadenanhöhe. Dann düsen wir heim und schlafen und stürzen uns dann ins nächste Abenteuer. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt hier auch noch den Schrein der Flamme. Da müssen wir übrigens zu dem hier auch noch hin. Und hier habe ich auch noch ganz viele, bei denen ich noch nicht war. Das eilt aber nicht, weil wir ja gerade jetzt hier sind und deswegen düsen wir dorthin. Also einmal zur Nomadenanhöhe zurück. Und so wie es ausschaut, müssen wir da runter und da sehe ich ihn ja auch schon. Ist offensichtlich, zum Glück. Was haben wir da links? Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal auf die Karte gucken. Da rechts können wir auf jeden Fall noch nicht lang düsen. Aber das macht ja auch nichts. Wieso sind denn da eigentlich Wucker auf dem Stein? Egal, wir sammeln unsere Funken. Und dann muss ich tatsächlich auch noch gucken, dass wir den Altar weiter ausbauen. Und wieder zurück zu den Nomadenanhöhen. Ein Rush heute wieder. Und diesmal wollen wir zu dem Obelisken. Und jetzt bin ich gespannt, wo der ist. Okay, wir... oh, halt mal, ich sehe da etwas, Leute. Und da muss ich auf jeden Fall hin. Denn es sieht mir aus wie eine Kiste. Und es ist auch eine. Was ist denn da drinnen? Ritterhose. Oh, die ist cool. Habe ich sie jetzt genommen oder nicht? Nö. Die ist nicht schlecht, die Ritterhose. Wir haben 45 Lebenspunkte und die hat Ausdauerregeneration und Ausdauerpunkte. Ich hätte tatsächlich gerne eine, die auch Lebenspunkte hat. Ich behalte sie jetzt erst einmal und dann schauen wir weiter. Und in der Stadt da unten war ich auch noch nicht. Lass mich mal kurz hier drauf landen und nicht runterfallen. Och, Mann. Wieso passiert mir das andauernd? So, mein Zeug habe ich wieder gelootet. Jetzt verbinden wir uns ganz kurz. Und was haben wir denn hier auf der Seite? Das sieht auf jeden Fall auch cool aus, diese City. Und sie ist ja auch ganz in der Nähe von dem Obelisken, wo wir dann hin möchten. Und ich weiß ganz genau, dass hier wieder diese Bösen sind. Deswegen werden wir jetzt mal... Oh, habe ich nicht getroffen, gell? Weil ich ja weiter hoch muss. Löst es jetzt aus oder nicht? Hä? Bist du deppert? Jetzt. Sehr schön. Okay. Hier müssen wir also wieder gut aufpassen, was wir machen. Und da schießt ja auch schon wieder einer auf uns. Das war ja klar. Wo ist er denn? Ach, da unten. Eigentlich möchte ich... Hallo, ich drück Alt. Mein Gott, reg mich nicht auf. Komm her, du Blitzer. Ja, ja. Da kannst du so viel mehr hinterher springen, wie du willst. Depp. Also die regen mich ja mal wieder gar nicht auf. Na? Können wir mal das auslösen? Oh, das hat ihm ein bisschen Schaden gegeben, auf jeden Fall. Hallo, du Köter. So, wo sind sie denn alle?
Okay. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Da. Da ist noch so ein Scheiße. Also mich regt es auf, ich kann heute nicht kämpfen. Nein, schnell weg. Puh, das war knapp. Dann flüchten wir mal wieder hier raus. Oh, das war auch knapp. Und verbinden uns ganz schnell. Ey, was sind das für witzige Dinge? Ach, die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, komm halt her, du. Hier bin ich. Nicht wieder weggelaufen, ihr Pisser. Mir reicht's nämlich mit euch. Und du musst jetzt weg. Wo ist eigentlich der grüne Hayopai? Ach, der steht da drin. Okay. Köter? Ja, beiß mich ruhig, juck mich nicht. So. Da ist ja noch so einer. Hat man jetzt hier mal seine Ruhe? Der Schlund des Drachen. Lass die flinken Finger bei dir, bleib den hohen Klippen fern. Ein Drache ruht dort in den Höhlen, schläft tief und fest im inneren Kern. Er fasst ein Schwert in seinem Maul, doch sei gewarnt, du kleiner Wicht. Wenn dir deine Finger lieb sind, ergreifst du es wohl besser nicht. Denn wir sind ehrlich, für junge Händchen ist das Schwert nun mal zu groß. Des Drachens Zähne sind nicht spärlich, wenn du es nimmst, wird er erbost. So bleibe weg vom Drachenschlund und spiel zu Hause, brav und fein. Nimm nicht, was dir nicht gehört, so sei so lieb und lass es sein. Das war mal ein cooler Text. Ja, genau. Ich glaube, da kann man hoch. Aber hier sind noch ganz viele böse Menschen. Und Hunde. Okay, ich denke, vielleicht sollten wir lieber mal reingehen und diesen... Ich habe es noch gesehen und ich renne trotzdem durch. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Danach gehen wir rein und machen den grünen Hayopai. Ach, da ist ja auch noch einer. Komm, mach dich fertig da mit deiner Attacke. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wie kommt denn das? Wie kommt es, dass ich keine Ausdauer mehr habe? Ach, weil er sie mir nimmt, der Wicht. Du bist ein Halodri. Guckt ihn euch an, da klaut er mir einfach die Ausdauer. So, und der Grüne war hier drinnen. Der bewacht die Kiste. Hi. Auf dich habe ich gewartet. Ja, endlich. Wie aggressiv kann man eigentlich sein? Und dann hat er nur Metallschrott dabei. Erste Sahne. Mystikerhut. Was gibt's hier sonst noch? Kann man da irgendwie rauf? Also ja, kann man, aber wahrscheinlich dann eher von der anderen Seite. Und hier hat doch schon wieder jemand geschrien. Also das gibt's doch nicht. Wie viele sind denn hier? Ja, willst du jetzt oder nicht? Du brauchst mich gar nicht blocken. Hier ist nichts. Hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Okay, dann gehen wir einfach so rein. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ich muss nur einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Ah, hier ist einer. Einwandfrei. Oh, da ist wieder so ein Grüner.
Ach, shit. Und ich düse wieder nach unten. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. La, 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 la. Aua. Du, gleich fällt der Latschendarm um, gell? Oh, jetzt hat er mich schon böse getroffen. Ich bräuchte mal kurz eine Heilung. Ich komme gleich wieder. Ist ja gut. Schau, ich bin schon wieder da. Was macht er jetzt da? Okay. Kann man mal machen. Oh. Ach Mann, Leute. Lacht mich ja nicht schon wieder aus. Das gibt's doch heute nicht. So, wo muss ich denn dann lang? Wenn nicht da. Stehe ich nicht. Ich muss doch bestimmt hier hin, oder? Da unten sind die Wuka, die hätten mir ruhig mal helfen können. So, machen wir es halt so. Ach, witzig, hier hätte man hochlaufen können. Ha, ja, sagt es halt gleich. Aber da komme ich nicht hoch, oder? Doch, tue ich tatsächlich. Ich wette, es hätte noch einen anderen Weg gegeben. Wolfsdolche. Haben wir uns dann hier alles angeschaut? Ich guck nochmal, wir gehen mal zu dem Zelt da runter kurz. Vielleicht ist da nämlich ja auch was, was man lesen kann. Wenn ich da überhaupt reinkomme. Nee, komme ich nicht. Doch, komme ich. Okay, zum Lesen nichts, aber eine Kiste mit einer Lichtexplosion. Ups. Ups. Also okay, haben wir das abgehakt und gehen jetzt zu dem Obelisken hin. Ich hoffe nicht, dass er im Miasma ist und komme nie wieder raus. Standort unten. Es ist nicht das Miasma, aber wir müssen wieder runter. Obelisk, der Erbauer. Unser letzter Atem ausgehaucht. Wir sind gespalten worden, auseinandergerissen wie ein Aal mit zwei Köpfen. Die Zwietracht in unserer Mitte trennt unsere Jüngsten von den lodernden Sternen. Ein neues Kapitel bricht an. Sie wollen die vergängliche Flamme schützen, die von den Herdfeuern und Glühwürmchen der Menschheit inspiriert wurde. Wir werden alle wanken und fallen, wir stolpern nun doch zu allerletzt. Dann schauen wir mal hier zu den Zelten, da kann man nämlich auch noch was lesen. Hier kurz die Kiste öffnen. Und ein besserer Heiltrank. Das finde ich gut. Oha, was ist denn da? Hauptsächlich verwirrend. Wir wollten auf unserer Expedition die Sprache der Erbauer entschlüsseln. Meine bisherigen Erkenntnisse? Das kleine Symbol, das aussieht wie schlafendes Feenwild, bedeutet Feuer. Oder so ähnlich. Ich behaupte in aller Bescheidenheit, dass diese Symbole auf die haarsträubendste Weise entwickelt wurden, nur um die Forscher absichtlich lächerlich zu machen. Vielleicht ist es wahr, was die Leute in der Stadt sagen, und die Erbauer wollen ihre Geheimnisse wirklich für immer bewahren. Ich frage mich, was sie verbergen wollen. Lorraine Grimm. Dann haben wir den Obelisken auch geholt. Oh, was ist denn das? Das war vorher noch nicht da und ich schätze, es ist eine Miasma-Wurzel. Gehen wir mal hoch zu den Anhöhen. Und holen uns noch diese Wurzel. Ich denke, die müsste da hinten in dem Miasma sein. Beziehungsweise in dem da hinten. Oh, was haben wir denn hier für so ein Krater? Einmal Aufwind, please. Wo lande ich denn jetzt am besten? Einfach hier, oder?
Jawohl. Genau, ich glaube, wir müssen dort hinten rein. Schauen wir mal nach. Ach nee, das sind wieder diese Ekelkäfer. I hate them. Ach, und da ist sie ja schon, die Wurzel. Machen wir es jetzt so. Geht schneller und einfacher. Und ja, Bogenschütze, du brauchst eigentlich nicht abhauen. Oh, da ist ja auch die Fliege, Alte. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, dann gehen wir mal kurz raus. Dann brauche ich doch meinen Bogen. Ih, aber hoppala, gegen den bringt es gar nichts. Komm her. Na komm. Scheiße. Muss mal ganz kurz weg, wollte ich sagen. Das war zu spät. So, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr meint. Es ist nichts passiert. Wo ist die Alte hin? Da schwebt sie. So. Das war's. Dann einmal mein Schwert. Denn wir haben ja noch ihn hier offen. So, wir hatten ihn offen. Einmal Wurzel wegmachen. Oh, und hier ist, glaube ich, auch. Wie war es jetzt? Zinn. Sehr cool. Wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Na, was machst du? Ja, ich weiß. Ich bin manchmal ein Schmarrer. Komm her. Der hat sich aber lange versteckt. Der hat gesehen, was mit seinem Kollegen passiert ist. Hat ihm wohl nicht gefallen. Hörst du wohl auf? Na endlich. So, wir haben auf jeden Fall die Miasma-Wurzel weggemacht. Und deswegen sind wir hier oben eigentlich auch fertig. Vielleicht machen wir dann im nächsten Part hier den unteren Teil. Da sind ja nämlich auch noch einige Sachen. Hier ist nochmal eine Wurzel. Dann haben wir die Gerbereistation. Dann haben wir hier nochmal eine Wurzel und diese ganzen Refugien. Aber ich glaube, dass ich die hier vielleicht tatsächlich einfach alleine hole, weil die meisten von euch werden es ja kennen. Und in dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis bald. Bye.